Hey Leute, willkommen zu einem Video. Heute spielen wir mal kein Spiel, sondern mal, also doch, wir spielen ein Spiel, aber ein Real-Life-Spiel. Wir spielen Ticket to Ride. Also wir kriegen hier Aufgaben, also man muss diese Züge und Waggons in dieser Position machen und so muss es am Ende aussehen. Und Bester? Genau. Minimum schafft man in 3 Zügen, 4 Züge, 5 Züge sind auch noch in Ordnung. Wir haben gemacht, wenn man mehr braucht als 5, hat man trotzdem noch einen Stern. Aber sie haben fast alles mit 3 Sternen geschafft. Lasst liken, aber da falls euch gefällt. Ja, dann starten wir jetzt. So, hier lang. Hier lang. 1. Hallo, Leute, der hängt immer wieder mal. Das waren halt 2. Das waren jetzt 2, genau. 3. Bester, wollen wir machen, dass man das ein bisschen hier raus machen kann, dass man hier überhaupt wo lang kommt? Ja, der hängt ja über dem Stück drüber. Das ist. Wir machen auch, dass der ein bisschen raus kann, weil sonst kann man hier, hat man ja gar keinen das Platz. Ist zu klein gemacht. Ja, das ist. Hier lang müssen. Ja, hier lang. Boah. Leute, das ist so schwer zu bewegen, weil. Leute, ich muss das jetzt mal hier einzeln machen mit denen. Anders funktioniert das hier nicht. Anders kann man die hier gar nicht bewegen, weil die hängen immer wieder. Und wir dachten. So, 4. Das sieht aber überhaupt nicht so aus, wie es auf dem Bild aussieht. Oh. Da brauche ich jetzt doch mehr als 5. Bester, da brauche ich jetzt doch 7 Stück. Also 6. Und. Finde den Fehler. Ja, Leute. Ich glaube, das war ein Satz mit X. Das Taxi kommt. Ja, Leute, wir fangen doch nochmal hiermit neu an. Da habe ich ein bisschen was falsch gemacht. Super! Leute, das ist so sehr gut. Aber wir fangen mit denen nochmal von neu an, okay? Bis da. Sagen jetzt, wir fangen nochmal hier von neu an. So. Bis hier, okay. Das aber, ja, ich hab da, ja. Das war einer insgesamt, diese Drehung. Dann gehen wir hier mit. Müssen wir, wie gesagt, ja einzeln. Dann hier. Das waren 2. Dann müssen wir 3, 4. Ja. Leute, 2 Sterne. Ja, okay. Leute, warum Nummer 7? Weil wir haben schon. Ihr habt schon ein paar vorher gemacht. Nächstes. Ah, das erste Mal mit so einem Teil, Leute, das bedeutet. Das bedeutet, dass hier die Schiene. Hallo. Leute, das bedeutet, dass die Schiene kaputt ist. Sieht man zwar nicht, aber hier ist eigentlich eine kaputte Schiene abgebildet. Ja, die darf nicht verschoben werden. Die muss dort stehen bleiben. Also man kann nicht darüber fahren oder die auch nicht verschieben. Also wir müssen. Wartet. Okay, so Leute, jetzt wird schwer. Also jetzt ist alles positioniert, aber. Erst muss der gelbe hier hin und dann der blaue dahin. Also ich würde erstmal sagen, dass ich erstmal so mache. Welcher? Das war jetzt einer. 2, 3. Vier. 5, 6. Das sind zwar 6, aber es sind 6 ein Stern, aber egal. Geschafft ist geschafft, Leute. Leute, wofür es
Leute, wofür es jetzt das hier gab, die kaputte Schiene. Ja, du durftest die nicht benutzen. Wofür man die jetzt dahin machen musste, weiß ich jetzt nicht. Was das für ein Hindernis jetzt gebracht hat, weiß ich jetzt nicht, oder? Was hat das jetzt als Hindernis gebracht? Sieben sind 3 Sterne. Mhm. Muss das ja schwer sein. So, Leute, also der muss das hier bekommen und muss hier hin in die Ecke. Der muss hier hinkommen, aber hier können wir nicht lang, aber das brauchen wir auch nicht. Die Ecke interessiert uns gar nicht. Wie machen wir das denn? Sieben Schritte. Ich mach's einfach mal so, wie ich mache, okay? Ich mach einfach mal jetzt auf meine Art. Also. Bis wohin soll ich das machen? Mach mal zurück, bitte. Ja, ich mach nochmal zurück. Ich hab gemerkt, das muss er hier unten okay, hin. Mach mal wieder zurück. Okay, pass auf. Ich würde erstmal. Nee, wo war der da? Warte, ich hatte gerade eine Idee. Nee, ist falsch. Der muss da dran. Nee, hä? Der muss andersrum. Der ist falsch rum. Die musst du nochmal wechseln. Ach so. Oh, das ist ja blöd. Genau. Also ich hätte schon was herausgefunden. Hast du gemerkt, wie viel das war? 1, 2, 3. Jetzt. Du machst den einfachen Weg, der auch nicht viel verbraucht. 7. Ja, cool, 7. Oder? Ja! 7 Versuche und 7 Minuten ja. 30 Aufnahme. Oder ein letztes machen wir noch. Das Finale, Nummer 9. Die Nummer 10 schaffen wir nicht mehr. Die goldene 10. Die schaffen wir leider nicht mehr. Sogar 2 Sperren. Das kann kritisch werden. Wächter, das kann sehr kritisch werden. Blau, rot und darum. So, wir machen die mal so, ja, hier zur Ecke, wie es da abgebildet ist. Das war 1, 2, 3, 4 und 5, Leute. Wir sind bei 8. Leute, wir schaffen doch noch die goldene 10. Leute, die goldene 10 schaffen wir noch. Vielleicht da ist es was. Aber dafür muss ich pausieren, dass wir das noch schaffen. So, Leute, da sind wir. Ja, Leute. So sieht es aus. Ohne eine Barrikade. Ja, Leute. So muss es aussehen. Ja, da starten wir auch direkt. Leute, man kann ja von vorne anschieben. Stimmt, ist besser. Das war insgesamt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Möchter, 8 Versuche gebraucht statt 9. Also Leute, wir haben 2 Sterne noch gehabt. Sehr gut.
Leute, und falls ihr jetzt denkt, hier im Urlaub zocke ich auch nur, nö. Weil hier im Urlaub ist das... Also irgendwas ist gerade mit... Also hier im Urlaub funktioniert Roblox nicht so richtig. Und weil das einzige Spiel ist, was mir Spaß macht, zocke ich gar nicht so richtig. Leute, irgendwann gibt es noch die 40. Wächter, guck dir mal die 40 an. Ja. Wenn man die 40 schaffen soll, weiß ich nicht. 40 Aufgaben, 4 Schwierigkeitsgrade. Jetzt haben wir den ersten geschafft, okay. Ah, das war der erste Schwierigkeitsgrad? Ja. Das war der. 10. Als nächstes kommt der blaue Schwierigkeitsgrad. Wie viele Schwierigkeitsgrade gibt es? Also Leute, wir haben als nächstes blau, dann haben wir rot und dann haben wir schwarz. Schwarz ist von 32 bis 40. 40, Leute. So sieht 40 aus. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, oder... Ja, wenn ihr euch das Spiel auch mal kaufen wollt, also ist echt cool, das ist hier... Ja. Naja, okay, man sieht nicht viel. Es heißt Ticket to Ride. Leute, Ticket to Ride heißt es. So, das haben wir hier in Niederlanden gekauft. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, oder falls es euch gefallen hat, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und genau. Ciao!